Iris? Iris? Lieber Stefan, es war sehr schön mit dir. Trotzdem glaube ich, es ist besser, wenn wir uns nicht wiedersehen. Sei mir nicht böse, aber der Altersunterschied zwischen uns ist einfach zu groß. Ich habe gerade mit Gerald gesprochen. Er ist derselben Meinung. So, jetzt bringe ich ihn um. So, großartig, Palömchen. Deine Zähne sind hundertprozentig in Ordnung. Kein Kariesteifel, weit und breit. Papa, ich bin kein Baby mehr. Ich weiß. Du bist 17. Fast 18. Fast 18 und in knapp einem Jahr wirst du maturieren. Und früher oder später wirst du mir dann deinen Freund vorstellen. Passt übermorgen. Wofür? Fürs Freund vorstellen. Du gottverdammter Sauhund, wir sind nicht einmal eine Woche getrennt und schon zieht die Nächste bei dir ein. Sie ist nicht bei mir eingezogen, sie hat einen Teil ihrer Garderobe bei mir eingelagert. Garderobe nennst du das? Ich nenne das einen Vorlauffetzen. Wie? Ein Puffwandel, eine Notenuniform. Schön. Hast du die Angora-Unterwäsche schon gefunden, wegen der du angeblich gekommen bist? Was heißt angeblich? Ich habe heute ein Fotoshooting. In Angora-Unterwäsche für den Playboy? Nein, für ein seriöses Snowboard-Magazin. Aber ich bin nämlich ein sportlicher Typ und nicht so ein zickiges Amalgam oder was hintergestopften Zahnärzten hier ist. Das trifft sich sehr gut, dass du so sportlich bist. Dann kannst du nämlich den Kasten in Rekordzeit wieder einräumen. Morgen. Morgen. Oh oh. Sacher dort entgurkelt. Du weißt, was das heißt, Schatz. Gib bitte, die Chinesen essen dauernd süß-sauer. Und sind auch nicht alle permanent schwanger. Es klopft schon. Andererseits? Wie lange bist du eigentlich über dem Termin? 6 Tage. Ich werde Vater.